Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 16. Episode meines Let's Plays Wolfenstein The New Order. Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich hiermit zurück. So, wir haben jetzt die Aufgabe wieder zurückzufinden und ich hoffe mal, gleich 100 Stück zu finden. Das ist ja grandios. Ist das hier der Anfang oder eher weniger? Das ist jetzt die Sache, die ich mir gerade überlegen tue. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, da können wir auf jeden Fall Strom wieder nachladen, obwohl wir ja Strom voll haben. Ich weiß halt jetzt nicht, wir haben, das ist auch die einzigste Option, was wir als Waffe haben, ne? Im Moment. Ganz, ganz squeezy. Ich bin echt jetzt gerade mal gespannt, ob es die richtige Option ist. Aber ich glaube... So. Ich denke mal, dass wir das so machen müssen. Sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe mal, dass es das Richtige war. Aber ich denke mal schon. So, laden wir mal voll auf. Ich denke mal, das müssen auch Schutzschilde dann sein in dem Moment. Vermute ich mal. So, na, guck mal, da haben wir auch noch was, aber die hängen, sind ein bisschen anders da drauf. Oh je. Leute, ich sehe nichts Gutes. Das wird nicht gut enden. Ich glaube, da werden wieder so Freaks hier rauskommen. Hoffe ich mindestens nicht. Na, guck mal, da ist was. Okay, das ist Medikit. Okay, es ist ein bisschen zu ruhig für meine Vermutung. Aber ich hoffe damit, wenn ich jetzt hier oben rumlaufen tue, dass es etwas ruhiger ist. Aber sobald ich das hier betätige, wird bestimmt hier die Action und die Scharade losgehen. Jo, habe ich mir fast gedacht. Fuck you. Fuck you! Klar. Ich mit so einer Waffe gegen die Freaks hier. So, ich glaube eher, ich muss einfach nur versuchen, das weiterzusuchen, ohne getroffen zu werden. So, okay, da habe ich die Möglichkeit. Komm, komm. Danke, danke. Schneller, 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 schneller. So, was geht jetzt? Sehr schön. Sehr gut. Ach, fuck you. Ah, sehr schön. Das hat doch so schnell funktioniert oder einfach funktioniert, wie ich mir es nicht so vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen eine anstrengende Angelegenheit, aber dafür haben wir hier ein ordnungsgemäßes Gewehr gefunden, in dem wir jetzt jeden so richtig mal von hinten hart durchnehmen können, weil er jetzt keine Chance gegen uns hat. Ich denke mal, wir werden natürlich auch jetzt wieder Gegner finden. Weil zwei Gewehre von denen ist ja eigentlich ungewöhnlich, sie zu besitzen. So, was war denn das für ein Geräusch? Das hat mir gerade nicht gefallen, das Geräusch, ganz ehrlich. Okay, da müssen wir erstmal wieder das hier benutzen. Achso, stimmt. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie wechselt man das? So, nee, das ist falsch. So, war das mit G oder FE? Nee, das war es auch nicht. So, ich will das wieder haben. Ah, da haben wir es jetzt. Sehr schön. Jetzt nehmen wir trotzdem das Gewehr mit, weil wir das benötigen. Ich denke mal, wir werden hier ein paar heiße Gegner jetzt am Start haben. So, okay, das hätte ich doch das Gewehr rauslassen können. So. So, passt. MG46. Ja, ich hoffe, dass du deinen Job richtig gut erledigen wirst. Weil wenn wir jetzt hier dicke Probleme bekommen mit den Freaks hier, das wird mir nicht gefallen. So. Okay, jetzt müssen wir wieder... Ich weiß echt nicht, Leute, wo uns der Weg hinführen wird. Ich habe nämlich meine starken Bedenken langsam. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Ich weiß jetzt, jetzt sind wir wieder da, wo wir sein sollten. Ein lautes Schweißgerät. Nächstes Mal holen Sie es, Fergus.
Super. Und jetzt haben wir das, haben wir einfach die Waffe fallen lassen, weil wir wieder im Kommandozentrale sind, oder was? Blöd. Das ist ja dumm. Aber sowas von dumm. Hm. Ja, ich fresse ja schon nichts weg. Alles mit der Ruhe. Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehlen wollen, muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt reparieren. Und Sie helfen ihm dabei. Machen Sie das. Ah, sehr gut, Riese. Sehr gut. Genau, was ich brauche. Ach, würden Sie Anja bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. Alles klar. Das ist echt der gottverdammte Bodenjunge. Das stimmt. Level beenden. William. Hast du einen Augenblick? Hast du Blaskowitsch gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Einmal noch ohne Bumsen. Bumsebiene, Bumsebiene. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Leider. Die Biber Bumsebiber. Von ihrer Position aus, in der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Oh je, oh je. So. Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Ja, das werde ich gleich machen. Ich will aber trotzdem erstmal gucken, was wir hier noch finden. Ich hasse es. So. William, kannst du mich hören? Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Ja, ja, das werde ich schon. So, erstmal, ich schaue erstmal, was ich noch hier mitnehmen kann, bevor ich irgendwas vergesse, was ich mich danach ärgere. Ich meine, ein 100% Let's Play wird es ja eh nicht, aber trotzdem, was wir mitnehmen können, können wir doch mitnehmen, oder Leute? Das ist doch Fakt. So, da können wir nicht mehr zurück. Gut, dann gibt es nur noch eine Option, hier rein. Dann bin ich ja mal gespannt jetzt, wo uns der Weg hinführt. Oh, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Drehen. Da. Ja, ich bin schon gespannt, wo uns jetzt der Weg hinführen wird. Was uns noch überhaupt erwartet in diesem Spiel. Weil wir sind ja schon weit fortgeschritten und ein geniales Easter Egg gibt es ja in diesem Spiel. Das habe ich euch ja... Ich tue es jedes Mal begeistert spielen, auch wenn ich es zweimal verkackt habe und einmal bis jetzt abgeschlossen. Und das ist die Wolfenstein 3D Easter Egg. Das finde ich immer noch sowas von genial. Okay. Oh. Nicht mal noch ein Kind. Die Algenblüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. So. Und ab geht's. Als würde meine Haut verbrennen. Und da, oder? Ja. Okay. Caroline sagte, dass Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sie sind nicht sehr weit gekommen. Okay, da müssen wir hin, so wie es aussieht. So 13 Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. So. Sehr schön. Wow, 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 wow. Nicht, dass das schief geht. Schmierig, schmutzig, Blutegel. So, komm, lass das Messer, so. Schwimmen hin. So, und ab.
Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir uns da herausfinden. Ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Dankeschön. Wenn ich natürlich Zeit habe. So. Wo geht es jetzt weiter? Ich weiß es jetzt nämlich nicht. Ich muss mal auf die Karte gucken. Okay, wir sind auf dem richtigen Wege mal. Okay, ich muss wieder runter. So, danke. Schau, was ich sehe. Ich glaube, hier sind wir am Ende. Okay. Alles klar. Aber so muss es wohl, oder? Wir müssen bestimmt hier auf die Leiter hoch. Vermute ich mal. Das andere Option gibt es hier eh nicht. Von daher. Gut. Also, Messerli. Okay. Ich weiß es nicht. So, mal schauen. Nee. Das ist noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das muss komplett drehen, weil da ist die Öffnung, genau. Und loslassen, komm. Ah, noch ein bisschen. Und los. Ah, noch ein bisschen. So. Und, ja, passt. Passt soweit. Zap. Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. Ja. Das kann ich nachvollziehen. So. Gut, stelle, was stand da? Die Pumpstation wieder in Gang? Oder sowas? Okay, wir müssen jetzt da. Ein altes Ausgleichsbecken. Finde heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Ja, immer mit der Ruhe. So. Da ist noch eine Leiter. Was haben wir hier? Okay. Ah, da. Oh, okay. Oh, was ist da? Jetzt haben wir das Wasser extrem hochgeschraubt. Alles klar. Gut, das passt soweit. So sollte es auch sein. Und ab mit dir rein. Komm. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder da hoch. So, und darüber, genau. Oh, komm. Das passt doch. So soll das funktionieren. Und nicht da, das da. Ja, aber nur, ich sehe gerade nichts von diesem Helligkeitskomplex. Sehe ich überhaupt nichts gerade. Wo ich jetzt hier hin muss. Wo muss ich überhaupt hier hin? Ich glaube mal, ich muss runter. Dahin muss ich. Komm. So, okay. Das sieht doch schon mal eher interessant aus, dass es unser Weg hierhin sein müsste. Vermute ich mal. Aber wissen tue ich es natürlich nicht, einmal auf die Karte wechseln. Oh, scheinbar ist das der Weg. So, da ist noch so ein Tunneli. Komm, durch mit dir. Bin schon mal gespannt, ob wir da durchkommen. Ja, kommen wir. Sehr schön. So, jetzt einmal da runter. Okay. Warte mal. Wir gehen gerade zurück wie Sau. Warum gehe ich zurück? Muss ich das jetzt verstehen? Irgendwas habe ich falsch gemacht, Leute. Irgendwie schon. So, gut.
Ich habe einfach mal eine unnötige Runde getan, so wie es aussieht. So. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich darüber mit dem Gerät. Ich glaube, das ist die sinnvolle Aktion. Wir müssen jetzt hier das Wasser noch mehr steigern. Oder? Ja, weil wir müssen da hoch. So, weil ich glaube, da unten muss man nichts machen. Oder? Nope. Wir müssen hier noch das Wasser steigern. Alles klar. Ich hab's verstanden, was ich tun muss. So, komm, hoch mit dir. So, ein bisschen noch das Wasser hochsteigern. Dass wir natürlich da hochkommen noch. So. So, ich denke mal, ja, das war's. Mehr Wasser geht nicht. So, komm, schwimm vorwärts, Bub. Auf. Stundenlange Aktion hier. Sehr schön. Erreiche die Plattform. Hey! Okay. Du hast die Katakomben fast erreicht. Alles klar. Uah! Ich wollte da drauf springen, verdammt. Wow. Bin ich über den Fornisee gekarrt, einer verdammten Zinnsoldaten. Aber der war nicht so dunkel. Wow, das sind Minen ohne Ende. Versperrt. Muss mir was einfallen lassen, um ihn frei zu machen. Ja. Das stimmt. So, komm. Oh. Ich hoffe, von der Detonation wird es reichen. Also, okay. Die Detonation hat doch gereicht. Wow, wow, wow. Okay. Wow, wow. Mach jetzt. Wir brauchen Luft. Meine Güte. So, da machen wir die nächste Aktion da schon drüben kaputt, oder? Vermute ich mal. Ja. Auch was Wunderschönes. So. Sehr schön. So, da haben wir noch ein Enigma. Wunderbar. Und Waffen finden wir hier mal gar nicht. So, Leute, ich bin hier mit dem Part. Wir sehen uns natürlich morgen wieder bei Wolfenstein. The New Order, euer Davy Tüsi Kowski.